Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family. Und wir sind tatsächlich jetzt schon bei der Halbzeit in Part 10. Und das feiern wir insofern, denn unsere Riley hat heute Geburtstag. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Toll, das Kind schreit und schläft direkt ein. We love it. Bei Chuck Weldon Steffens steigt in Kürze eine Party. Nee. So, ich kaufe schon mal einen Kuchen. O'Reilly muss sogar heute arbeiten. Ist vielleicht ein bisschen blöd, aber naja. Sie kommt ja schon um 13 Uhr nach Hause, also können wir auch danach dann feiern. Ja, ich weiß, dass Riley Geburtstag hat. Oh, heute ist ein Schneetag. Ich habe gerade im Internet gefunden, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, um den imaginären Freund zum Leben zu erwachen. Und zwar mit diesem Chemietisch. Wenn man dann Level 7 erreicht, dann kann man einen Trank brauen, der dasselbe macht. Ist vielleicht einfacher, als den Edelstein zu finden, weil der halt echt selten ist. Wir haben jetzt halt nicht so viel Platz, aber wir stellen es einfach mal nach draußen. Kriegt sie schon hin. Aber sie kann es nicht benutzen, hä? Bin ich dumm? Hier steht, du kannst dein Kind auch am Chemietisch experimentieren lassen. Oder meinen die das? Ah! Wie süß sieht sie denn aus in dem Kittel? I love it. Wie lange hat sich meine Kamera schon aufgehangen? Oh, Moment mal. Wir sind zurück. Wie gesagt, also wenn das jetzt schon lange so ist, dann tut es mir ein bisschen leid. Sie kann ja einfach mal ein bisschen Gitarre spielen. Wie süß ist das denn? Oh, Mäusis. Oh, sie hat sich kurz versenkt. Dinge passieren. Süß, er macht einfach das Bett. Yeah. Sie kommt gleich nach Hause. Sie wurde sogar befördert. Wie cool ist das denn? Ich setze mich auch immer auf, das Xylophon umzuspielen. Ja, ich würde sagen, dann feiern wir doch direkt Geburtstag. Wartet, kann sie sich erst umziehen? Nee, das nicht. Ich möchte Alltag. Wie wär's? Und Riley hat Geburtstag. Ja, Sophia muss gleich auch arbeiten, ich weiß. Warum steht der jetzt schief? Und toll, jetzt steht sie da in Unterwäsche. Keine mehr. Die Mimiken in diesem Spiel machen mich fertig. Was haltet ihr davon, ey? Ah, toll. Dann gibt es natürlich auch ein ganz kleines Umstyling für die Maus. Ich kann ihr Alltagsoutfit auch nicht mehr sehen. Yay! Was für Teenager-Jahre, das ist eine Lüge. Ach, sie ist direkt in der Midlife-Crisis. Läuft bei ihr. Dann speichere ich und dann kriegt sie eine neue Frise und ein neues Outfit. Sie ist so sweet, oder? I love it so much. Und sie hat gerade auch nichts Besseres zu tun, also kann sie auch weiter an ihrem Zaubertrank arbeiten. Also Sophia muss arbeiten. Oh! Adrian kann jetzt aufs Töpfchen. Wir versuchen natürlich, so viele Midlife-Crisis-Wünsche zu erfüllen, wie es geht. Sie möchte umziehen in ein neues Haus. Ich meine, es wird langsam schon relativ klein. Eigentlich können wir es machen. Wir haben auch relativ viel Geld. Aber ich mache es halt nicht jetzt. Sofort. Sie würde gerne ein Zauberprofi werden. Süß, aber sehe ich jetzt noch nicht. Ey, aber mir gefällt ihr neuer Look wirklich gut. Ich hoffe, dass ihr das auch so seht. Ja, ich weiß, dass ich die Sachen nicht wegmachen kann. Wir können gerne umziehen. Ich würde sagen, das machen wir am Ende des Parts, weil wenn ich da was umbauen will und so, dann kann ich das nämlich offscreen machen, beziehungsweise in einem extra Video oder so eventuell.
Gitarrenfähigkeit brauchen wir für den Job eh, also von daher, klar, nehmen wir an. Sie hat einfach drei Sachen angenommen aktuell, oder? Jo, in jedem Bereich. Oh, sie hat sich schon wieder angesenkt. Es wird in Zukunft noch besser, bestimmt. Irgendwann wird dieses Buch auch fertig. Und irgendwann wirst du zum Leben erwecken. Das wird cool. Sie ist schon wieder zu müde für ihr Leben, ey. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Sie möchte mit Spezi reden, aber das geht doch noch gar nicht. Süßies. Die Sophia ist jetzt auch zu Hause. Geht duschen und dann auch schlafen. Schauen wir mal, was der nächste Tag für uns bereithält. Ja, Kind, ich versuche doch, mich um dich zu kümmern, aber du hörst nicht auf zu schreien. Ich habe Spezi schon mal in ihr Inventar getan. Obwohl, ich glaube, noch muss das gar nicht sein. Ja, ich lasse es schon mal im Inventar, damit Spezi auf jeden Fall mitkommt. Weil ich hätte gar keine Lust, dass das dann auch immer weg ist. Das wäre sehr sad. Könntest du dein Kind vielleicht wieder hier reintun? Ich lasse sie auf jeden Fall mal fernsehen, damit sie ein bisschen mehr Spaß in den Backen hat. Die ist ja wichtig für die Performance auf der Arbeit. Nice, dann geht sie wenigstens ein bisschen fröhlicher zur Arbeit. We love it. Sophia hat heute tatsächlich frei. Dann können wir uns vielleicht um ihre Sportangelegenheiten kümmern. Warum? Warum eigentlich? Immer geht alles kaputt. Oh, heute ist wieder ein Schneetag. Das ist nice, weil dann kann sie auf jeden Fall an dem Chemietisch weiterarbeiten. Sie ist bald schon Teenager in 2 Tagen. Sich von Sophia scheiden lassen. Das machen wir nicht. So, sie repariert das jetzt. Und dann. Warum ist das Spiel jetzt abgestürzt? Warum? So, dieses Mal können wir das irgendwie nicht reparieren. Ich kann es nur ersetzen. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Ich hinterfrage hier nichts mehr. Es ist alles weird. Bevor ich jetzt nochmal in die Stadt gehe, speichere ich jetzt nochmal. Ich hatte nämlich eigentlich vor, dass sie jetzt gleich ins Fitnessstudio geht. Ansonsten ist alles gleich passiert. Das Ding ist, immer wenn man speichert, dann klappt es ja auch, ne? Es ist so doof. So, schweißfrei soll sie ja. Hier nie wieder schwitzen. Und hier 4 Stunden, hier 3 Stunden, also von daher. Das kriegen wir hin. Ja, Babysitter. Unsere Babysitterin ist Mareike Dehler. Sie denkt sich auch nur so, wieso ist diese Tochter draußen und arbeitet da an irgendwelchen Dingen. Sie weckt erstmal Adrian, ey. Der ist zwar übel müde, aber kein Ding. Riley hat einen negativen Bericht über ein lokales Unternehmen verfasst und einen der Interviewpartner falsch zitiert. Das schadet dem Image der Zeitung. Eine Entschuldigung würde die ganze Sache noch mehr in die Schlagzeilen bringen, was vielleicht auch nicht im Sinne des Unternehmens wäre. Aber wenn Riley sich nicht entschuldigt, wird ihr Interviewpartner möglicherweise sehr verärgert sein. Soll Riley sich entschuldigen oder der Sache nachgehen? Nee, oder die Sache ignorieren. Didim. Wir entschuldigen uns. Aufgrund von Entscheidungen von Riley hat die Zeitung enorm an Glaubwürdigkeit verloren. Ihre Jobleistung wird ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ups. Sie setzt Adrian jetzt einfach hier rein. Sie so, ja, ist halt das Einfachste, ne? Ich gehe jetzt hier in den Schaukelstuhl, mache nix. Nett auf jeden Fall. Sie richtig hart am Arbeiten, voll süß einfach. Und bei Level 7 soll sie das wohl schon erreichen können. Also ich meine, sie kann das ja als Erwachsene dann weiterführen. Beziehungsweise als Teenager. Mara, Alter, was ist heute los? Es läuft alles schief, oder? Ich hatte gerade noch einen halben Nervenzusammenbruch, weil mein Camlink auf einmal gar nicht mehr funktioniert hat. Heute ist wirklich der Wurm drin. Hoffentlich funktioniert es jetzt bis zum Ende. Ich möchte noch so 20 Minuten aufnehmen. Bitte. Guck mal, 2 von 3 hat sie schon. Nice. Ja, dem Kind geht es auf jeden Fall richtig toll. Also, ich liebe den Babysitter. Okay, da hat sie das erste schon mal geschafft. Ava hat sich wieder versenkt. Süß, sie mag die Kälte so sehr. Süß. Dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass sie da draußen rumchillt. Ja, sie hat das nicht ganz geschafft mit den 4 Stunden, aber ist nicht schlimm. Kann sie ja zur Not dann auch noch zu Hause machen. Irgendwann anders. Sie kommt jetzt erstmal nach Hause. Wow, sie hat die Windeln gewechselt. Was ist denn hier los? Füttern gibt's aber nicht. Ich merke schon. Oha! Doch jetzt! Oh mein Gott, warum ist das schon wieder gefreezt? Ich raste aus! Sorry, dass ich so laut geworden bin, aber ey, wenn man 2 Stunden versucht, hier irgendwie zu arbeiten und nichts funktioniert, ist es halt einfach nicht so cool. So, Riley ist jetzt auch zu Hause. So, am besten ich speichere jetzt einmal. Und dann packen wir alles ein, was wir noch behalten wollen. Und dann ziehen wir um. Sind da zwar nicht ganz die 20 Minuten, die ich noch aufnehmen wollte, aber ich verliere gerade echt die Lust, jetzt noch weiterzuspielen. Deswegen ziehen wir jetzt einfach um. Und hoffen, dass das wenigstens funktioniert. So, wir packen das hier ein. Wir nehmen das Bett mit. Das Teleskop nehmen wir mit. Wir nehmen den hier mit. Den haben wir auch irgendwie mal geschenkt bekommen oder so, ne? Wir nehmen das Auto mit. Dann können wir das auch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das dann beim neuen Dings haben. Sonst können wir es immer noch verkaufen. Meine Cam ist schon wieder eingefroren, aber ich mache es jetzt nicht nochmal neu. Weil es mich sauer macht. Wir nehmen die Bilder mit. Den Fernseher. Diese Dinger brauchen wir nicht mehr. Das können wir aber mitnehmen. Täpfchen kann ich noch mitnehmen. Den Laptop nehme ich mit. Das nehme ich mit. Die Schaumbäder nehme ich mit. Ist ganz wichtig, ja. Spielzeugkiste nehme ich mit. Diese Spielzeugkiste nehme ich mit. Und ich denke, dass das so erstmal passt. Obwohl, den könnte ich auch noch mitnehmen.
umziehen innerhalb dieser Nachbarschaft. Wir nehmen natürlich alle mit. Wir verkaufen natürlich die Möbel, die restlichen. Dann wählen wir ein Haus. Ja, ich bin froh, dass ich gespeichert habe. Wir sehen uns gleich wieder. So, da der Kamlenk auch gar keine Lust mehr hat, weiß ich nicht, was das Problem ist. Ich hoffe, dass es sich einfach von selber legt. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Ich habe jetzt nochmal gespeichert und wir möchten jetzt einfach umziehen. 2 bedroom, 1 bathroom. 1 bathroom, 1 bedroom. 3 bedroom, 1 bathroom. Das ist ja schon mal ganz gut. Die meisten Sachen sind halt 2 Schlafzimmer. Das ist natürlich für uns nicht so toll. Deswegen würde ich dann einfach sagen, wir nehmen das hier. Weil 3 Bedroom, 1 Bathroom, es müsste ja eigentlich in Ordnung sein. Ja, ja, kommt ihr? Dann wohnen wir auch wieder ein bisschen mehr in Stadtnähe, ist vielleicht auch ganz cool. Das ist unser neues Haus. Hier wäre auch noch genug Platz, um irgendwie noch ein Badezimmer oder so dran zu hängen. Oder man könnte das auch aufteilen. Ja, also es ist auf jeden Fall cool und wir kriegen hier auf jeden Fall auch alle Sachen rein. Ich würde aber sagen, den Rest werde ich auf jeden Fall dann privat, also offscreen, einrichten und so, weil ich habe jetzt gerade A, keine Lust mehr und B, ich glaube, dass es auch nicht genug wird, dass es dafür ein eigenes Video wert ist. Ich zeige euch das dann einfach im nächsten Part. Wird das schon in Ordnung sein alles. Ja, ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Es war alles ein bisschen wild heute. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich teilweise ein bisschen laut wurde. Aber ja, wenn nichts funktioniert, ist es halt auch mal ein bisschen blöd. Also es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass es nächstes Mal wieder besser wird. Ich versuche, die Probleme zu fixen, die es zu fixen gibt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!